Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Montag, den 22.06.2020. Und die Bären haben ja in der vergangenen Woche mal ganz gute Karten ausgespielt, beziehungsweise kommen sie mit ganz guten Karten hier ins Rennen rein. Wir hatten letzte Woche zwar eine relativ starke Wocheneröffnung, sich noch daran erinnert. Der Montag, der hat uns ordentlich richtig rausgestellt. Ist natürlich aber auch mit einem kräftigen Abwärtsgap reingekommen. Ne? Also wenn wir das so mal betrachten, Stand vorletzten Freitag waren wir ja knapp um die 12.000, sind da richtig schwach reingekommen in den Montag. Dann ein super Reversal hingelegt, auch zum Dienstag noch angeschlossen und dann wurde es langsam schon ein bisschen enger, beziehungsweise fiel es im DAX schwerer, Anschlusskäufe zu tätigen. Das hat man jetzt auch gesehen zum Freitag nochmal. DAX hat sich den Long Trigger aktiviert, hat sich Stück für Stück immer weiter hochgeschoben und hier oben so um die, was haben wir hier gesagt, 480 oder sowas, ne? 480 wäre dann der nächste Long Trigger fällig gewesen, das hat aber nicht geschafft, ne? Ist dann hier reingedreht in unseren, also diejenigen, die von Ihnen die Mails mitbekommen, da hat man ja dann geschrieben, wenn jetzt die 380 fällt, wäre das dann ein Zeichen, dass er nochmal bis 3,10 kann und unter 3,15 würde dann sogar noch ein Verkaufssignal setzen bis 12.100. So, die 12.100, 12.080, also 12.100, 12.80 war jetzt quasi das aus unseren Mails, aus unseren Mail-Updates, das Ziel gewesen aus dem Bruch von 3,15. Da sind wir noch nicht. Der ist aber nachbörslich, also das, was jetzt quasi nach 22 Uhr direkt kam, ist schon durchaus unter dem Niveau gewesen halt, ne? Und Wochenendindikation liegt jetzt hier so in dem Bereich um unsere Supportzone. Das heißt, Long Trigger hier nach oben nur verkümmert letztendlich, nicht viel raus geworden. Ich meine, soll jetzt nicht sagen, nicht viel, jetzt sind immerhin etwas über 100 Punkte, die er sich herausschneiden konnte. Da hatte man, denke ich, genug Zeit, zumindest sich vielleicht auch wieder auf Einstand abzusichern, falls man das genutzt hat. Ja, aber jetzt wird es interessant. Also das sieht halt momentan schon recht nach einem Abwärtsgap aus. Also Wochenendindikation steht in dem Bereich, rausgegangen sind wir in dem Bereich, ne? Und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Sollte der jetzt wieder erwartend trotzdem oberhalb von 12.200 reinkommt, würde ich ganz klar sagen, das ist dann aber ein Kaufsignal halt. Ne? Weil dann haben wir, das ist gleich wie letzte Woche, dann haben wir wieder super gutes Blatt halt, ne? Also das Bild ist ja nicht raus. Spaß jetzt, ja, ist klar, es ist ein Spaß gemeint, ne? Aber wirklich gute Karten jetzt nach unten raus. In dem Moment, wo wir nämlich die Range, das was wir seit Dienstag haben, nach unten machen, weil dann ist es eine abgeschlossene Top-Formation und wenn er sich Mühe gibt, kriegt er sogar einen Island Gap hin. Das heißt, er lässt hier einen Gap offen, macht mit der Abwärtsbewegung hier einen Gap drüber und könnte dann quasi den Montag von letzter Woche einfach jetzt nochmal rückwärts ablaufen. Die Option ist da. Das müssen wir im Hinterkopf behalten und das müssen wir letztendlich jetzt so fürs Trading auch mit einpreisen, weil so richtig viel Support hat er hier nicht stehen gelassen halt. Sie sehen hier die Gleitenden, die kommen ein bisschen auf der 900 zusammen, das macht die 900 nun attraktiv, die war auch vorher schon attraktiv gewesen, ne? Macht aber jetzt den Bereich hier ein bisschen saftiger, ein bisschen knackiger. Wir schließen aber erstmal oben ab. Also sollte der DAX wieder erwarten, hier über die 200 rübergehen oder gar dort starten, fände ich das stark. Ja, ich würde hier vielleicht einen Trigger so um die 260, 270 legen. Im Grunde wäre aber 200, das wäre stärker, wenn wir es sehen. Wenn er hier oben reinkommt, ne, um die 200, dann hätte er in der Nacht schon wieder die ganze Schwäche weggekauft und das wäre eigentlich positiv. Und dann würde ich davon ausgehen, dass der DAX dann quasi einmal hoch und weiter geht's halt, ne? Dass er dann die Range auch von oben aus buchtet. So, das würde dann ungefähr so aussehen. Einmal da oben ran, dann 450, dann würden wieder alle denken, oh, es schafft es schon wieder nicht. Und dann hackt er aber oben durch. So ungewöhnlich, dass der jetzt hier so ein bisschen runtergekommen ist. Aber da ist auch viel Unruhe momentan mit Wirecard drin. Sie haben das, denke ich, alle mitbekommen. Man kann es, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Und Unruhe ist immer ein bisschen Gift für den Markt. Das ist schon immer so gewesen. Ne? Sobald Unruhe reinkommt irgendwo, sei das bei VW oder sei das hier oder sei das bei SAP oder bei Bayer, das ist eigentlich völlig egal. Unruhe ist immer ein bisschen Gift für den Markt. Weil man auch nicht immer genau weiß, was hängt jetzt noch hinten dran, was kommt da. Auch bei Wirecard jetzt natürlich, es ist eine Bank. Ne? Bei einer Bank hängt auch immer noch einiges hinten mit dran. Letztendlich wie bei VW und Zulieferern und so weiter. Deswegen ist Unruhe
Ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das kann durchaus sein, dass die Aktie sich dann gar nicht mehr so dramatisch bewegt, aber der Markt halt einfach noch so Nachwehen hat. Das ist relativ üblich, das sehen wir oft. Von daher würde ich das jetzt hier mal mitnehmen. Okay, also um, wie gesagt, das hier, ich würde jetzt favorisieren, dass wir erstmal hier unten reintauchen, müssen wir uns dann angucken, wie arbeitet er jetzt in dem Bereich. Vielleicht kommt er jetzt sogar bloß aus dem Bereich wieder raus. Dann wäre der Range-Bereich von unten eine Pullback-Zone. Im Grunde müsste man es eigentlich genau andersrum, man müsste es eigentlich so zeichnen. Warten Sie mal. Jetzt wäre dann eigentlich eine Short-Zone. Ne? Also er könnte sich dann von unten, das wäre dann der Ausbruch, dann würde er ein Pullback machen. Dann würde die Runde auf die 900 laufen. Das wäre jetzt so das, was ich erstmal favorisieren würde. Ja, das ist quasi so hier in die Richtung. Ja. Und unser DAX dann hier weiterlaufen können. Und dann würde ich sogar denken, geht er auch unterhalb von dem Bereich von 900, dürfte man bestimmt auch nochmal damit rechnen, dass er das Wochentief hier testet, dass er auf die 690 bis 6, was ist das hier, auf 600 zurücktaucht, sollte man mit auf dem Radar haben. Und nicht vergessen, oben, Freunde, wenn er umdreht, ja, und da wirklich die Betonung auf wenn, also wenn Sie das Umkehrsignal bekommen, wenn er Stärke zeigt, wenn er diese Schwäche, die dann nachbörslich reingekommen ist, wenn die Schwäche, die jetzt am Wochenende zu sehen ist, wenn der so reinkommt in der Nacht im Future und er steht um 8 trotzdem wieder da oben, dann ist das stark einfach. Das muss man so sagen. Ne? Und wenn er dann, ich sag mal so, bis 39, vielleicht um 10, nicht wieder nach unten wegdreht, sondern weiter hocharbeitet, ne? Und alles, was dann mit jeder Stunde, die dann kommt, weiter nach oben geht, das ist bullig. Ja? Das heißt, in dem Falle müsste man sich tatsächlich dann, ich würde echt das hier auch auf 6,40 ziehen wollen. Das hätte einen Überraschungsmoment einfach auf seiner Seite, ne? Ohne Frage. Das wäre dann so. Okay? Somit können wir das abstecken. Das sind die wichtigen Bereiche. Das ist wichtig hier. 12,50, 12.000, das ist wichtig. Kann gut reagieren. Ansonsten haben wir hier die 11.900. Als hier irgendwo wird eine erste deutsche Gegenreaktion kommen. Das denke ich schon. Und dann müssen wir gucken, wenn er sachte nur hochkommt und dann dynamisch wieder abdreht. Bestimmt sogar ein Short-Kandidat zum Montag. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber wie gesagt, machen Sie sich im Kopf einen Trenner rein. Wenn zu viel Stärke kommt, gehen Sie nicht mit der Erwartung ran oder mit der Grundüberzeugung, der muss irgendwas machen, macht er nicht, muss er auch nicht. Na, und in dem Falle dann einfach Kopf ausmachen und mitgehen halt. Na, nützt dann nichts. Okay? Gut. Damit können wir den zumachen. Wir können ja nochmal in den Tagesschau kurz reingucken. Der dürfte jetzt aber ein bisschen runterkommen. Gestern haben wir hier was durchgesprochen mit dem mittleren Band hier, ne? Das ist nicht eingetreten, aber wir haben eine rote Tageskerze bekommen. Die sogar, naja, nee, sie geht nicht mit dem Tagesschluss unter die Vortagesdinger. Aber es ist zumindest erstmal ein Abdrehen zu sehen. Ne? Er ist dynamisch runtergekommen, er ist dann dynamisch angestiegen und hat aber unheimlich an Fahrt verloren. Unheimlich an Fahrt verloren und ist abgedreht. Ne? Er hat von dem mittleren Bollinger Band, das liegt nun zum Montag bei 12.135. Und durchaus die Chance, wenn er eine grüne Tageskerze hinkriegt, die über 12.135 schließt im Tagesschluss, hätte die Möglichkeit, am nächsten Tag, Dienstag, durchzuboosten nach oben. Ja, das würde auch so ein bisschen, ne, wenn diese 2,70 kommt und der jetzt hier vom mittleren Band vielleicht hier unten eröffnet, vielleicht kommt er tief rein, 12.100, und er ballert hoch ohne Ende, 2,70, 2,300 und schließt über 300. Da muss man eigentlich für den Dienstag blind long reinkicken, ne? Also ohne nachzudenken, weil wenn er hier auf dem Bereich einen Konter bringt, das wäre ein starkes Signal. Ansonsten geht er tiefer. Sehen Sie auch hier aus dem Tagesschart, da ist jetzt nicht so viel, was da am Widerstand bietet. Wir haben hier eine 10.800 aus dem 11.800 aus dem Tageschart. Da kommt hier ein gleitender Durchschnitt zusammen mit einer horizontalen Unterstützung. Und ansonsten wird es dann hier unten erst so im Bereich von 11.500 und was ist das hoch hier? 11.290 wieder interessant halt. Ne? Da kommt dann das mittlere Bollinger Band, das untere Bollinger Band, da kommt das letzte markante Hoch. Hier hat man so ein Aufwärtsgap und sind davon wegverkauft worden. Das haben wir auch hier nochmal gehalten. Also das sind schon aus Tagesschartsicht würde ich sogar sagen, können wir hier mal einen Pfeil reinmachen. Das wäre eine gute Reaktionschance, beziehungsweise wäre es dann auch ein gutes Merkmal im Chart, wo wir sagen können, wenn das nicht macht, ist aber richtig Schwäche auch drin. Halt, ne? Das heißt, wir können da auch einen Short-Trigger ansetzen und wir können jetzt auch einen Long-Trigger ansetzen. Eigentlich können wir relativ viel jetzt im Tageschart wieder machen. Das machen wir auch mal kurz.
Ich erkläre noch was dazu, damit Sie auch verstehen, wo es herkommt. Also, wir haben hier oben haben wir eine Long-Chance. Na, es ist attraktiv. Das heißt jetzt nicht, dass der Markt bis dahin kommen muss. Ne? Verstehen Sie, das denken sich immer manche so zurecht aus meinen Pfeilen. So ist es aber nicht gemeint. Das ist so gemeint, dass wir hier einfach, wir haben hier ein markantes Hoch, wir haben hier ein markantes Hoch, wir haben hier ein mittleres, unteres Bollinger-Band. Das heißt, wir haben schon drei Merkmale, die diesen Bereich charttechnisch wertvoll machen. Das heißt, wir haben hier eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es reagiert. Ne? Dass es eine schöne Reaktion nach oben gibt. Und deswegen sind das Reaktionsbereiche. Das heißt, in dem Moment, wo der Markt hier reinkommt, ist es für uns als charttechnische Trader eben wahrscheinlich, dass dann eine Gegenreaktion kommt, die wir traden können. Und das ist eben das, wo ich immer sage, man sollte sich auf solche markanteren Sachen einfach fokussieren, immer wieder das Gleiche machen, immer wieder so eine markanten Sachen handeln. Wenn Sie das immer wieder machen, Sie kommen gar nicht drum rum, damit Geld zu verdienen. Das geht nicht anders halt, ne? Wenn Sie aufhören, die ganze Zeit irgendwelche sinnlosen Trades zu machen und sich versuchen, auf das Wesentliche zu konzentrieren, funktioniert das Ganze dann auch plötzlich überraschenderweise für viele. Und den Fehler, den viele machen, die werden dann halt übermütig. Sie denken dann halt, oh, jetzt haben sie es raus und dann fangen sie wieder an, mehr Trades zu machen, dann fangen sie wieder an, drin rumzupullern und ach, kopfschüttelnd kann man sich dann daneben setzen und sagen, Junge, Junge, Junge. Aber wir sprechen ja vorher drüber. Also, das ist ein interessanter Unterstützungsbereich und hält der nicht. Ja, hält der nicht. Deswegen sage ich, ist es eben wichtig auch für uns. Hält der nicht, geht der DAX runter, auch per Tagesschluss deutlich drunter. Dann haben wir hier unten noch ein offenes Gap und das wäre dann bestimmt Anlaufpunkt. So um die 10.045 rum. Ja, sprich, hält der nicht, bricht der hier durch, wäre das hier tatsächlich unser Ziel. Und ferner müsste der DAX eigentlich sogar hier einmal dieses Tief unterbieten, dann an der 10.130. Und dann könnte er sogar richtig fies wieder ansteigen. Das wäre auch typisch DAX halt. Ne? Einmal so das Letzte, weil das ist eine komplette Aufwärtsstrecke. Ne? Da gab es keine Zwischenbewegung und so weiter. Das ist eine Welle. Ne? Und dann sagen viele, okay, sie gehen jetzt hier im Rücklauf, bauen sie auf Basis dieser Welle, bauen sie Long Richtung 14.000, 13.500 auf. Was macht der DAX? Er ballert einmal runter, stoppt die alle aus und dann dreht er sich von da wieder hoch. Also hier bin ich sehr gespannt, aber da muss er erst mal hinkommen. Hier, jetzt sind wir noch ganz, ganz weit von entfernt. Deswegen nehmen wir hier auch einen Trigger auf der anderen Seite mit. Geht der DAX nämlich höher, über dieses Hoch nochmal drüber. Das ist ein Konter. Da kann man sich hinstellen und denken. Da können Sie die Nachrichten finden, wie Sie wollen. Wenn der da drüber ansteigt, ist das ein technischer Konter und der wird nach oben brutzeln. Glauben Sie mir. Da können Sie Sonnencreme auflegen, wie Sie wollen. Wenn Sie da dagegen stellen, verbrennen Sie sich. Ja, das ist dann einfach so. Also, harter Long-Trigger auf 4,70 kann man sich eigentlich auch Long einstoppen lassen dann. Oder sollte man sich sogar einstoppen lassen. Ich würde es so persönlich vielleicht sogar machen. Und damit haben wir relativ gute Eckkoordinaten. Hier. Ja. Ich möchte ihn hier nicht auf die F8 setzen. Warum setze ich ihn jetzt hier kein Long Dings auf die F8? Weil wir von hier oben gekommen sind und diese Bewegung eine gewisse Länge hat und er in der Ho Erholung, ja, das ist ja die Erholung von dieser Abwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage runtergegangen. Er ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage gestiegen. 5 zumindest. Das heißt, er hat hoch zu viel weniger Punkte geschafft als runter zu. Ja, das ist immer so ein bisschen impulsgebend, sowas gerne. Ja, das heißt, dass die Bewegung, die hier runterkommt, durchaus nochmal unter dieses Tief auch fallen kann, weil eben die Aufwärtsbewegung kleiner ist als die Abwärtsbewegung. Ja, aber nur, wenn wirklich nach unten jetzt zum Montag auch Saft kommt. Okay? Gut, kommt der nämlich nicht, kontert uns der DAX aus, macht er sich nach oben die Chancen auf. Insofern wünsche ich viel Erfolg, gutes Gelingen und wir hören uns morgen wieder. Tschö.